Aloha Leute, ich bin Tina. Ich bin 16 Jahre alt und habe schon in 16 Städten gelebt. Jedes Jahr sind Mom und ich in eine andere Stadt gezogen. Als ich ein Kind war, dachte ich, das sei eine Art Spiel. Aber je älter ich wurde, desto mehr Fragen hatte ich. Schließlich tat Mom so, als wäre sie eine Art Geheimagentin. Zum Beispiel hat sie unseren neuen Nachbarn nie unsere richtigen Namen gesagt. Warum ziehen wir wieder um? Warum verheimlichen wir unseren Namen? Sucht die Polizei nach uns? Warum? Baby, das sind genug Fragen. Ich kriege Kopfschmerzen. Aber ich will es wissen. Mom nahm müde mein Plüschtischwabbel. Übrigens, like das Video, wenn ihr auch Gravity Falls mögt. Okay, hier ist die Geschichte. Als du noch klein warst, hast du dieses Spielzeug aus einem Laden gestohlen. Deshalb sucht die Polizei nach dir und wir müssen uns verstecken. Ich dachte, Erwachsene lügen nicht. Es ist die Wahrheit, du stehst auf der Liste der Meistgesuchten des FBI. Natürlich hat sie einen Scherz gemacht. Schließlich hatte mein Vater mir dieses Spielzeug geschenkt. Das war alles, was ich über meinen Vater wusste. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen, seit ich ein Baby war. Wir sind so oft umgezogen, dass ich versucht habe, mich nicht an Gleichaltrige zu binden. Ich wusste nicht, dass wir uns bald trennen würden. Ich wollte nicht traurig sein. Also war Schwabbel lange Zeit mein einziger Freund. Wir machten Teepartys und stahlen Süßigkeiten von Mom. Tina, du hast all die Süßigkeiten gegessen, die wir hatten? Du bekommst noch Bauchschmerzen. Nein, es war Schwabbel. Aber als ich älter wurde, merkte ich, dass ich echte Freunde haben wollte. Ich träumte davon, auf Partys zu gehen und mich wie ein normaler Teenager zu verabreden. Ich wollte auch Selfies posten, um eine Menge Likes zu bekommen. Aber meine Mutter verbot mir, Social Media zu nutzen. Vergiss nicht, Tina, poste niemals deine Fotos. Warum? Versprich mir einfach, dass du tust, was ich sage. Okay, ich verspreche es. Eines Tages war es wieder an der Zeit, dass wir umzogen. Normalerweise sagte Mom mir, wohin wir gingen. Aber jetzt war sie ganz geheimnisvoll. Komm schon, Mom. Wo sollen wir denn wohnen? Es wird dir dort gefallen, das verspreche ich dir. Und sie hatte recht. Wir zogen nach, Trommelwirbel, Hawaii. Unser neues Haus war wunderschön. Und die Insel war auch atemberaubend. Wow, Schwabbel, träume ich etwa? Unser neues Zuhause erschien mir magisch und besonders. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl dabei. Ich war mir sicher, dass mein Leben bald auf den Kopf gestellt werden würde. Aber keine Spoiler. Schaut weiter, um zu erfahren, wie es weitergeht. Sobald wir die Möbel für unser neues Haus gekauft hatten, suchte Mom nach einem Job. In der Zwischenzeit beschloss ich, ein wenig auf der Insel herumzulaufen. Ich kam an den Strand und sah dort eine lärmende Gruppe von Einheimischen. Sie hatten Spaß und surften. Ich saß am Rande und beobachtete sie voller Neid. Zu meiner Überraschung kam ein schönes Mädchen auf mich zu und lächelte. Aloha, warum sitzt du hier ganz allein? Nun, ich bin gerade erst hergezogen und kenne noch niemanden. Der Name des Mädchens war Moana. Sie war sehr freundlich und stellte mich ihren besten Freunden und ihrem Freund Bane vor. Er lächelte mich an und ich war überwältigt von seiner Ausstrahlung. Reiß dich zusammen, Tina. Ich kann mich doch nicht in den Freund einer anderen verlieben. Wir haben eine Weile zusammen abgehangen und dann haben sie mir vorgeschlagen, es mit dem Surfen zu versuchen. Ist das euer Ernst? Ich bin so ungeschickt, dass ich ständig über etwas stolpere. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast Glück. Wir sind tolle Lehrer. Es stellte sich heraus, dass Moana und Bane die örtlichen Meister in Tandem-Surfen waren. Sie surften auf demselben Brett und machten dabei alle möglichen Tricks. Wow, ihr seht fantastisch aus. Bald findet ein neuer Wettbewerb statt. Komm und feuer uns an. Ich war beeindruckt und beschloss es auch zu versuchen. Am Anfang fühlte ich mich wie ein ängstliches Kätzchen, aber meine neuen Freunde gaben mir gute Ratschläge und bald fühlte ich mich viel sicherer. Für eine Anfängerin machst du das großartig, Tina. Von diesem Tag an verbrachten wir drei mehr und mehr Zeit miteinander. Bane und Moana wurden meine ersten Freunde. Ich liebte es, mit ihnen herumzuhängen. Ich hatte Angst, dass Mom eines schrecklichen Tages sagen würde, dass wir wieder gehen müssten. Schatz, ich sehe doch, dass dich etwas bedrückt. Wie kannst du das wissen? Nun, erstens versuchst du schon seit einer halben Stunde deine Suppe mit einer Gabel zu essen und zweitens, ich bin deine Mutter. Ich fühle alles. Also sagte ich ihr, dass ich es leid war, umzuziehen. Ich hatte endlich Freunde und wollte für immer hierbleiben. Ich verstehe, Liebes. Wenn du vorsichtig bist und deine Fotos nirgendwo veröffentlichst, müssen wir nicht umziehen. Mom, sag mir ganz ehrlich, was ist der wahre Grund für unser Versteckspiel? Ich bin kein Kind mehr und ich will die Wahrheit wissen. Sie seufzte schwer und stimmte zu, dass es für mich an der Zeit sei, alles herauszufinden. Dein Vater ist nicht einfach weggegangen. Wie ich dir gesagt habe, er war ein Krimineller und hat mit einem Komplizen Schmuck gestohlen. Ein Teil davon wurde nie gefunden. Dein Vater kam ins Gefängnis, aber sein Komplize wurde noch nicht gefasst. Dieser Schurke hat uns verfolgt, weil er dachte, wir würden die von deinem Vater gestohlenen Juwelen verstecken. Wir müssen vorsichtig sein, damit er uns nicht findet. Worte können nicht ausdrücken, was ich fühlte. Wut, Groll, Enttäuschung. Deshalb sind wir so oft umgezogen. Jetzt war alles klar. Ich war meiner Mutter nicht böse, dass sie die Wahrheit so lange verheimlicht hatte. Schließlich wollte sie mich nur beschützen.
Ich beschloss, dass ich mir von dieser Nachricht nicht mein Leben ruinieren lassen würde. Also hing ich weiter mit Moana und Bane herum, studierte die hawaiianische Kultur und arbeitete an meinen Surfkunsten. Ich wurde von Tag zu Tag besser darin. Leider musste ich eine Menge Geheimnisse von meinen Freunden haben. Eines Tages bauten wir drei eine tolle Sandburg am Strand. Lasst uns ein Selfie damit machen. Das würde bestimmt eine Menge Likes bekommen. Oh nein, nein, macht ihr ruhig, aber ich kann nicht. Ich bin nicht fotogen. Das ist nicht wahr, Tina. Du bist sehr schön. Die Art, wie er das sagte, hat mich angespannt. Hat Bane mit mir geflirtet? Ich hoffte, ich würde mich irren. Am nächsten Morgen rief er mich panisch an und sagte, Moana sei gestürzt und habe sich den Knöchel verstaucht. Oh nein, ist sie okay? Ja, aber sie kann im Moment keinen Sport treiben und wir haben bald einen Wettbewerb. Moment mal, Tina. Du bist viel besser geworden. Könntest du anstelle von Moana mit mir surfen? Ich bin mir nicht sicher. Wird sie nicht verärgert sein? Glaub mir, sie wird sich mehr aufregen, wenn wir gar nicht teilnehmen. Ich rief meine Freundin an und fragte sie, ob sie damit einverstanden sei. Mach schon, Baby. Du kannst das schaffen. Ich werde kommen und euch anfeuern. Da Moana nichts dagegen hatte, begannen Bane und ich mit dem Training, während Moana uns vom Ufer zusah. Je mehr Zeit ich mit Bane verbrachte, desto näher kamen wir uns. Er war so gut aussehend und trotzdem habe ich ihn nur wie einen Freund behandelt. Aber Bane hat manchmal eine Grenze überschritten und mich angemacht. Ich mag es, wie deine Haare in den Strahlen der untergehenden Sonne glänzen. Macht es dir etwas aus, wenn ich dich nach Hause begleite? Ich glaube, ich passe. Du solltest Moana besuchen. Du erinnerst dich doch daran, dass du eine Freundin hast, oder? Ich wollte dir nur helfen, das Brett zu tragen. Ich komm schon klar. Puh, endlich bin ich ihm entkommen. Ich beschloss, dass ich nach dem Wettbewerb ein ernstes Gespräch mit ihm führen würde. Im Moment konzentrierte ich mich darauf, mich auf den Wettbewerb vorzubereiten. Bald begann Moana etwas zu vermuten. Sie versuchte ruhig zu bleiben, aber ich konnte sehen, dass sie eifersüchtig war. Am Tag des Wettbewerbs kam sie auf mich zu, um mir viel Glück zu wünschen und fragte mich, ob Bane und ich zusammen seien. Was? Nein, natürlich nicht. Ihr seid meine Freunde und ich würde mich nie zwischen euch stellen. Danke, das musste ich hören. Es ist nur so, dass ihr zwei in letzter Zeit immer zusammen wart. Ich wurde ein bisschen eifersüchtig. Ich überzeugte meine Freundin, dass sie sich keine Sorgen machen brauchte und machte mich auf den Weg zum Strand. Meine harte Arbeit hat sich gelohnt. Bane und ich haben uns gut geschlagen und einen der Preise gewonnen. Oh ja, das war das Beste, was mir je passiert ist. Während der Preisverleihung umarmte mich Bane plötzlich ganz fest. Tina, danke, dass du anstelle von Moana teilgenommen hast. Mit diesen Worten küsste er mich plötzlich auf die Wange. Ich war verblüfft. Ich wollte ihm sagen, dass das inakzeptabel ist, aber in diesem Moment begannen die Journalisten, die Preisverleihung zu filmen. Ein Blogger wollte sogar ein Reel mit uns für seinen Kanal filmen. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine andere Wahl, als für den Rest meines Lebens Miss Incognito zu sein, wegen der Dinge, die Dad getan hatte. Ein paar Tage danach passierte etwas Seltsames. Ich wollte gerade zur Schule gehen, als ich auf unserer Veranda ein neues Surfbrett sah, das wie ein Geschenk verpackt war. Wer hat es dort abgestellt? Ich fragte meine Mutter, ob sie es war. Nein, Süße, ich habe nicht das Geld, um dir so teure Geschenke zu kaufen. Vielleicht hast du einen heimlichen Verehrer. Einen heimlichen... Was? Oh nein, könnte es wirklich Bane sein? Es war an der Zeit, ihn zur Vernunft zu bringen. Nach der Schule ging ich an den Strand, um ein ernstes Gespräch mit Bane zu führen. Er fummelte an seinem Brett herum. Ich wollte gerade auf ihn zustürmen, als Moana mir plötzlich den Weg versperrte. Versuchst du mir, meinen Freund zu stehlen? Nein, ich hab dir doch gesagt, dass zwischen uns nichts ist. Für wie dumm hältst du mich? Ich kann nicht glauben, dass du dich so weit herabgelassen hast. Ich hätte gar nicht erst mit dir reden sollen. Bleib weg von uns. Was ist nur in sie gefahren? Ich dachte, wir hätten schon vor dem Wettbewerb alles geklärt. Ich beschloss, nicht mit ihr zu streiten und ging einfach nach Hause. Lieber höre ich auf, ihre Freundin zu sein, als dass sich Bane und Moana wegen mir streiten. Also verließ ich in den nächsten Tagen das Haus nicht und antwortete auch nicht auf Banes Nachrichten. Aber er wollte mich nicht in Ruhe lassen. Jeden Morgen fand ich neue Geschenke auf der Veranda. Schmuck, Süßigkeiten und eines Tages bekam ich eine Schachtel mit einem wunderschönen Kleid darin und einem Zettel, auf dem stand: Ich denke immer an dich. Igitt, ich hatte die Nase voll von ihm. Ich zerriss den Zettel ärgerlich und sah dann ein verdächtiges Auto mit getönten Scheiben von unserem Haus wegfahren. Spionierte Bane mir jetzt nach? Das war's, ich wollte mir das nicht länger gefallen lassen. An diesem Abend nahm ich alle seine Geschenke und ging zum Strand. Bane nahm ein Sonnenbad neben Moana. Nimm sie, ich brauche nichts von dir. Wenn dir etwas an Moana liegt, dann hör auf, hinter ihrem Rücken mit mir zu flirten. Was? Ich wusste es, du Verräter! Moana starrte ihren Freund an und rannte davon. Bane starrte mich fassungslos an. Wovon redest du? Frag dein Gewissen. Ach ja, richtig, du hast ja gar keins. Ich bin auch weggelaufen und habe Bane allein gelassen. Es war schon eine Weile her, dass ich so unglücklich war. Ich hatte gerade erst Freunde gefunden und jetzt hatte ich alles verloren.
Jetzt sind wir wieder zu zweit, Schwabbel. Eines Abends, Mom war bei der Arbeit, nahm ich mein Spielzeugschwein und ging an den Strand. Dort setzte ich mich in den Sand, um den Sonnenuntergang zu genießen. Plötzlich ließ sich Moana neben mir nieder. Hi. Hör zu, es tut mir leid, dass ich dir die Schuld für alles gegeben habe. Es war Bane, der sich als Verräter entpuppt hat, nicht du. Aber als ich das Bild sah, auf dem er dich küsst, wurde ich wahnsinnig eifersüchtig. Moment, welches Bild? Meine Freundin holte ihr Handy heraus und zeigte mir einen Artikel über den Wettbewerb. Einer der Journalisten hatte ein Foto von Bane gemacht, wie er mich während der Preisverleihung küsst. Mein Name stand in großen Buchstaben daneben. Mein Herz sank. Wie viele Leute hatten diesen Artikel gesehen? Ich habe Moana gesagt, dass ich gehen muss. Dann rief ich meine Mutter an und erzählte ihr, dass mein Foto im Internet veröffentlicht worden war. Oh nein, Schatz. Geh sofort nach Hause und öffne niemandem die Tür. Ich rufe die Polizei und hol dich ab. Ich schnappte mir mein Spielzeugschwein und eilte nach Hause. Doch dann hielt das verdächtige Auto mit den getönten Scheiben direkt vor mir. Wer war das denn? Ich war mir sicher, dass es Bane war. Aber jetzt dämmerte es mir, dass der Typ, vor dem meine Mutter und ich uns so lange versteckt hatten, in diesem Auto sitzen könnte. Jetzt, wo ich darüber nachdachte, war es so offensichtlich. Er muss uns mit Hilfe dieses Fotos gefunden haben. Zum Glück sah ich einen Polizisten die Straße entlang laufen. Ich wollte gerade zu ihm hinlaufen, aber ein fremder Mann stieg plötzlich aus dem Auto und sagte mir, ich solle mich nicht bewegen. Dachte er, wir wären in einem Film? Tina, bleib weg von dem Polizisten, er ist ein Betrüger. Wer zum Teufel sind Sie? Hören Sie nicht auf ihn, Mädchen, ich werde Ihnen helfen. In meinem Kopf drehte sich alles. Was zum Teufel war hier los? Tina, vertrau mir, ich bin dein Vater, dieser Polizist war mein Komplize. Was zum Geier? Ich erstarrte auf der Stelle und ließ Schwabbel fallen. Der Polizist hob das Spielzeug auf und rannte davon, lachend wie eine Art Schurke. War er verrückt? Der Typ, der sich mein Vater nannte, rannte auf mich zu. Tina, Süße, geht's dir gut? Bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich die Polizeisirenen. Die Polizisten haben den verkleideten Versprecher eingeholt und verhaftet. Mom stieg aus dem Auto aus und rannte zu mir. Als sie Dad sah, wurde sie ganz blass. Was machst du denn hier? Ich wurde vor einem Monat entlassen, konnte dich aber nicht finden, bis ich einen Artikel über den Sieg unserer Tochter bei einem Surfwettbewerb sah. Ich bin sofort hergeflogen, aber ich hatte zu viel Angst, um mit dir zu reden. Stattdessen habe ich Geschenke für Tina hinterlassen. Ich wollte dir sagen, dass ich sie nie vergessen habe. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich tun sollte. Wenn mein Vater derjenige war, der all diese Geschenke geschickt hatte, hatte ich dann Bane zu Unrecht beschuldigt? Dann kam ein echter Polizist auf uns zu und sagte, dass der Verbrecher uns offenbar auch wegen diesen dummen Artikels gefunden hatte und dann hat er mir mein Spielzeug zurückgegeben. Warum hat dieser verrückte Schwabbel gestohlen? Er wusste, dass ich einen teuren Diamanten in deinem Spielzeug versteckt hatte. Danach hat er die ganze Zeit gesucht. Mom und ich sahen uns entgeistert an. Ich fragte Dad, warum er das getan hatte. Ich wollte nicht, dass meiner Tochter etwas fehlt, also habe ich den Diamanten versteckt. In der Hoffnung, dass er dir eines Tages helfen würde. Tina, kannst du mir verzeihen? Glaubt ihr, ich bin in Tränen ausgebrochen, habe ihn umarmt? Nö. Seine Worte brachten mein Blut in Wallung. Ich brauche keine gestohlenen Diamanten. Weißt du, was ich wirklich brauche? Ein normales Leben. Mom und ich mussten deinetwegen ständig umziehen. Also nein, ich verzeihe dir nicht. Die Polizei nahm Dad mit, um ihn ein letztes Mal zu verhören. Er wurde wieder bestraft, aber diesmal war es nicht so schlimm. Sie nahmen den Diamanten aus Schwabbel heraus und gaben mir meinen Plüschfreund zurück. Ich habe Moana und Bane alles erzählt, was passiert ist. Wir haben geredet und uns versöhnt. Tina, ich liebe Moana. Du warst einsam und ich habe nur versucht, freundlich zu sein. Ich weiß, du dachtest, ich würde mit dir flirten, aber ich habe dich bei der Preisverleihung nur geküsst, weil ich mich über unseren Sieg gefreut habe. Da wir ja jetzt alles geklärt haben, lasst uns ein Foto zusammen machen. Das stimmt. Den Verbrecher wurde hinter Gittern gebracht und ich konnte endlich wie ein normaler Teenager leben. Mom und ich brauchten uns nicht mehr umzuziehen. Was Dad angeht, ich glaube nicht, dass ich ihm jemals verzeihen kann. Würdet ihr es an meiner Stelle tun?